Komm, auch wenn mit einem. Komm mal so nicht hin, oder was? Hauptquest. Vielleicht müssen wir das mal anwählen. So gut Riss in ihrem Haus. Aha. Scheint hier zu sein. Kann das sein? Bringt die mich dann nach Novigrad oder? Scheint so. Das einfach mal zur Seite schieben, einfach mal ein paar Meter weit schieben. Unser Novigrad. Ah, Novigrad. Wo ich da gerade. Oh. Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt. Erleuchtet und leuchtet! Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, läute! Seht die Flamme der Gunst und der Gnade! Spezialschalter offen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte! Götter, seht, ein Doppel! Was für ein scheußliches Schauspiel. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Besuch Triss in ihrem Haus. Das hatte ich vor. Hey, schieb ab! Wir plündern hier! Ich zähle bis drei, dann seid ihr weg. Eins. Hörst du? Zwei. Sowas glaubt er, kann uns einschüchtern. Drei. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Jetzt alle gemeinsam! Tötet den Bastard! Alle gemeinsam, ihr seid zu zweit. Zwei gegen einen, wie unfair für euch. Nein, bitte aufhören! Wo ist die Zauberin, die hier gewohnt hat? Versteckt sich bestimmt mit ihresgleichen in einem Rattenloch. Irgendjemand muss doch mehr wissen. Ich würde in der stinkenden Hecke nach ihr suchen. Stinkende Hecke? Wo ist denn die? Weiß ich doch nicht. Angeblich ist die was für Mutanten und Abartige. Da würdest du gut reinpassen. Mag sein. Trotzdem muss ich wissen, wie ich hinkomme.
Angeblich kommt man durch die Kanalisation hin, aber die kann man nur außerhalb der Stadt betreten. Fast niemand weiß, wo genau. Frag einen Bettler oder such dir einen Dieb und geh ihm nach. Bettler und Diebe zollen dem Bettlerkönig Tribut. Angeblich in der stinkenden Hecke. Die Bettler hier haben einen König? Mit Krone, Zepter und allem? Mach dich nicht lustig, Mann. Bettlerkönig ist nur ein Spitzname. Für einen Mann, den jeder in Novigrad respektiert. Aha. Aber pass ich verstehe auf, diese Quests hier. Bring mich nach Novigrad. Man ruft nach mir. Warum nur? Es ist Menge. Und die Tempelwache. In die Beichtkammer mit den Diebesgewürmen. Aber Herr, warum denn? Das ist bloß der Laden einer Hexenhure. Und das gibt euch das Recht, ihr Eigentum zu stehlen? Aber Magier aller Arten sind doch vogelfrei. Doch ihre Habe gehört nach dem Gesetz der Tempelwache. Und in Novigrad gilt das Gesetz noch. Wusstest du, dass Fledermaus im Motten meilenweit wittern kann? Kleinvieh interessiert mich nicht besonders. Ich kenne dein Gewerbe. Deine gelben Augen habe ich auf dem Platz in der Menge sofort gesehen. Hast du bemerkt, wie sehr das einfache Volk die Flammen liebt? Das ewige Feuer wird sie alle verzehren. So oder so. Wie Fledermäuse die Motten, so erspüre ich Missgeburten und warne sie. Novigrad ist kein Ort für sie. Ich hörte, Novigrad sei kein Ort für Magier. Nun sagst du, es sei kein Ort für Hexer. Für wen ist es denn ein Ort? Für rechtschaffene Menschen mit dem wahren Glauben an das ewige Feuer. Noch kann ich nichts unternehmen, aber ich weiß, dass du hier bist. Ein falscher Schritt, ein Fehler. Du wirst schon was falsch machen. Das ist unvermeidlich. Ich höre das als Erster. Und dann passiert das, was mit allem magischen Gesocks passiert, das die Luft dieser Stadt verunreinigt. Wir sehen uns. Ein netter Herr. Such am Marktplatz nach Dieben und folge ihn vorsichtig. Okay, dies tun wir aber erst im nächsten Stream. Verfolgen wir diese Quest weiter. Weiter geht's. Wir sollten uns nach Bettlern umgucken. Nach Dieben. Oh, verzeih mir, Herr. Fick dich, du Stück Dreck. Ich wurde ausgeraubt, Dieb! Den sollten wir mal folgen. Scheiße. Okay, wo ist er hin? Für wie viel haben Sie diesen wunderbaren? Dex sollte eine Mauer einsetzen. Brauchst du auch Geld, wie? Könnte ein Angst sein. Kräuterkundler. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite. Das ist es. Warum erst morgen kaufen, was du heute? Okay, such nach Team ab und folge ihn vorsichtig. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles eindeutig Hirnangrisser. Die von Nilfgaard besetzt sind. Ja. Das ist inzwischen über alle Berge, aber okay. Lalalala.
Was in aller Götter? Das wird ja so geschrien. Ist ein Eisvogel. Das hält mindestens 2 Tage vor. Man muss sich an eine gute Stelle drehen. Mit dem Bettler reden, Mitleid mit meinem Elend, gute Leute. Helft einem vom Pech Verkrüppelten. Es heißt, in Novigrad sei nichts umsonst. Wieder einer, der lauter Fragen hat. Wieso haltet ihr uns Bettler für allwissend? Ich muss diesen und jenen sprechen. Wer hat meinen Bruder ausgeraubt? Weiß Gassensteuer. Es gibt einen Ort in Novigrad, der die stinkende Hecke genannt wird. Ja, klar. Novigrad ist voller Winkel mit komischen Namen. Wenn du eine Stadttour machen willst, kauf dir eine Karte. Ich hörte, Leute wie du gehen da häufig hin. Und ich hörte, man hätte dir Pferdeäpfel serviert und du hättest sie verputzt. Na, nichts für ungut. Geh hin in Frieden. Almosen für die Armen. Okay. Was mache ich jetzt zu den Fällen hin, da mal nachfragen. Kennst du die Ballade von Wanda, die eine Nilfgaard schmeckt? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Brauchst du etwas, Meister? An die Bettler müssen befragen. Du meine Güte, was für eine Missgeburt. Hilf einem armen Kerl. Hilf einem Veteranen des Kampfs gegen die Schwarzen. Wo hast du gekämpft? Zuerst den Angern. Zuletzt den Zidaris an den Gestaden des Ponta. Hilfst du mir? Ich suche die stinkende Hecke. Du musst mir dabei helfen. Ich kenne keine Hecke. Weder stinkend noch gepflegt. Hab kein Interesse am Gartenbau. Es ist wichtig. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte uns geholfen, wenn wir ihm Geld gegeben hätten. Naja, wahrscheinlich. Benimm dich, Hexer. Mit dieser Visage kriegst du nichts. Sei einer armen Seele gewogen, hilf einem, der 3 Tage nichts gegessen hat. Na schön, hier ist eine Krone. Eine Krone genügt, Herr, wenn der Magen so leer ist, dass er nicht einmal mehr knurrt. Ich gebe dir mehr. Unter einer Bedingung, sag mir, wo du deine Tageseinnahmen hinbringst. Zu meiner Frau. Ich bekäme Ärger, wenn ich es nicht täte. Ich glaube, du bringst sie in die stinkende Hecke. Was mich betrifft, kann der Bettlerkönig sich die Krone in den Arsch stecken und mit dem Zepter hochschieben. Dem gebe ich keinen müden Kopper. Du bist entweder verdammt mutig oder verdammt dämlich. Was kann er mir tun? Mir die Beine brechen? Bitte sehr. Dann verdoppeln sich meine Einnahmen. Soviel ich weiß, würden deine Beine nur der Anfang sein. Dann bitte eine Spende für meine zukünftige Witwe. Du hast mir nichts gesagt. Ich weiß auch nichts. Geh schon. Ich kann dich nicht brauchen. Gesagt, er soll seinen Arsch nicht hintragen, wo er nichts zu suchen hat. Lasst uns zum ewigen Feuer beten, dass es unsere Gebete erhört. Ewiges Feuer. Hörst du verdorbene Schafe? Ja. Gibt's hier einen Dieb? Verschwendeter Atem. Novigrad, Hauptstadt der Welt. Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Ah, okay, er ist ein Dieb. Sollten wir ihm mal folgen. Ich muss pissen wie ein Stier. Hier einen Stand stellen. Er wird nicht vorsichtiger als ich dachte. Nicht zu nah ran. Ich stehe nur hier im Stand. Okay. Almosen für die Armen. La 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 la. Hör, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Nein, wir verlieren noch den.
Geh mir aus dem Weg. Was ist eine Krone denn für einen Herrn wie dich? Gar nichts. Wir verlieren den Dieb. Sieht käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße gegessen? Und da ist er runter. Vögelchen, die hier vorbeiflattern, titten wie pralle Blasebälge. Okay. Und vorsichtig vorhin ist was anderes, aber. Aha. Wenn jetzt dem das Geld bekommen hat, das macht Sinn. Er hat was gemerkt. Ich muss weiter zurückbleiben. Ich schaue nur aufs Wasser hinaus. Der alte Frau. Hier kann man sich halt schlecht verstecken. So nah dran, dass das noch nicht mitbekommen hat, dass er verfolgt wird. Wir sollten noch was essen oder meditieren. Ja, ja. Okay. Was wird denn? Durch die Ballen. Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexen. Okay, dann bleibt er stehen. Immer weiter so, dann bekommt ihr einen Sondertarif. Gut, ich bringe gerne Sonderlinge. Und Nutten mit drei Klippen gibt es noch. Aufmachen! Wer bist du und was willst du? Schau hin, was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter. Wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für Lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Erforderliche Täuschungsstufe, verdammt. Fang. Du darfst rein. Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher. Das kommt nicht in Frage. Bin nicht gewöhnt, mich von meinem Schwert zu trennen. Dann müssen wir uns eben trennen. Schieb ab. Verdammt. Jetzt geht umsonst bezahlt. Oder was? Aufmachen. Den töten wir im Faustkampf und holen uns Waffen zurück. Freund, der, Hopsa. Gleich nachdem du mir deine Waffen gegeben hast. Die schließe ich hier schön sicher weg. Wenn es denn sein muss. Gut. Pass auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Sorge. Die warten auf dich, wenn du beim König warst. Ja. Zustehen, muss im Faustkampf besiegen. Ja. Waffen zurückkriegen. Oh
gehst du hin? Schade. Was fehlt dir? Ich sehe auf einem Auge nichts. Nicht einfach sein. Guck mal, was ich gefangen habe. Das ist doch eine falsche Kette, weißt du? Ich stehe weg. Gut. Geh hinein. Oh, Triss. Hallöchen. Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Gefunden. Deine Spione haben dir gesagt, dass ich die stinkende Hecke suche? Ich wäre längst Fischfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Man nennt es so. Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut. Ich sage Steuern. Du sagst Dieb. Ich sage hart arbeitender Außendienstler. Ja, ja. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne. Weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war es? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. Anscheinend bin ich nicht interessiert. Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Sind wir in Novigrad? Ist die Stadt Novigrad, oder? Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Er hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Novigrader Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich... Oh, Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Schön, mal freundliche Worte zu hören. Aber mein Freund braucht seine Waffen. Klar, ich hab sie. Ich hab gesagt, dass ich sie habe und die wiedergebe. Und das mache ich auch. Hier ist dein Zeug. Danke. Pass auf dich auf, meine Liebe. Novigrad ist nicht mehr das, was es mal war. Keine Stadt für dich. Scheinbar ja. Schon ist die Stadt nur wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad. Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier?
Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas. Eine Spur. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Da sind wir relativ schnell durchgewascht. Hätten ja hier noch mit dem Händler reden können. So hätten wir noch Sachen machen können. Ich bin direkt zu Twist halt. Und wir sollten mal bei Gelegenheit meditieren. Wartet sie auf mich oder lässt sie mich meditieren? Vielleicht finden wir ja hier in Novigrad in dieser Stadt. Ein Händler, der mir einen Schmied, der mir ein Silberschwert verkauft. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich drei Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte! Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen. Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Also. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Wir haben eh nichts zu tun. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Philippische Frau. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dicht gehalten, bis ich ihm die Fersen durchbohrt habe. Jeder hat seine wunden Punkte. Ich habe mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel rausreißen, Eier zermalmen, nichts. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Wir haben noch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Durch die Kanalisation, na sehr schön. Sie bleibt hier. Müssen wir dahin durch die Kanalisation. Sieht fast so aus. Quest aktualisiert, Schalter auf den Novigrad. Dann wird es wohl tatsächlich. Oha! Novigrad sein. Hier muss ein Ausgang sein, sonst hat das Brit uns auch nicht hergeschickt. Hier muss ein Segel an der Wand. Aha, eine Batterie. Das sollen wir gleich mal gucken. Inventar, was haben wir hier? Kavalleriehandschuhe, 15 Rüstung. 5 Rüstung, na komm. Ausgerüstet. Auch wenn sie blau sind. Ja. 59 Rüstung. 30 Rüstung. Sieht zwar dann hässlich aus, aber wir haben eine kaputte Rüstung. Wir müssen mir halbwegs Rüstungsreparaturset. So viel dazu.
Gut, dann tragen wir doch lieber die 30 Rüstung. 59 Rüstung wäre das, aber das sieht halt. Die Handschuhe nehme ich. Ja, ich kann mir jetzt irgendwann umfärben. 5 Rüstung gegen 15 Rüstung. Naja. Einen Kartepunkt haben wir. Alchemie. Allgemein. Hier beim Karte können wir Mutagen auswählen. 5 Zeichen Intensivität. Vitalität, Angriffskraft, Vitalität. Werwolf Mutagen. Und das deutlich verstärken. Okay. Mit dem Punkt könnten wir vielleicht hier mal welches war das mit dem Stoß? Und den gezielten Stoß kinetische Energie, den gegen den Turm lässt. Magische Falle, Schutzschild. Ah, verhext den Gegner, vielleicht sollten wir das mal leveln. Können wir nicht. Gut, dann leveln wir mal Krafttraining. Hier, da muss das verstärkt werden. Freier Platz. Können wir nicht, ja, müssen wir erstmal mal verstärkt haben. Wir haben noch einen Punkt. Okay, dann würde ich sagen, Krafttraining. Level 3.